erstmal den Unterjocher. Der Unterjocher, die nerven immer am meisten. Die anderen sind so Piedelkram, aber die nerven immer richtig. Das geht gar nicht. So. Ach, da ist noch einer. Was machst du hier drin? Das da. Stopp. Die Hauptwaffe des Schiffs ist direkt voraus. Boden gebunden. War das gut? Dann bricht das äußere Verteidigungsnetz des Schiffs zusammen. Dann kann die Leak reinkommen und dich rausholen. Da muss ich. Oh Mann, geh weg. Geh kacken, Mann. Lass mich in Ruhe. Ich will hier Universe spielen. DC Universe Online möchte ich spielen. Und ich möchte nicht von irgendwelchen dämlichen Typen hier angegriffen werden. Wohl, wenn man erstmal mit Maus zockt und mit Tastatur, gewöhnt man sich dran, aber es ist trotzdem nervig. Ey, wer hat das gemacht? Hey, du bist blöd. Ich mag dich nicht. Du. Ich mag dich echt nicht. Nee, ich hab doch gesagt, dass ich dich nicht mag. Warum hörst du darauf denn nicht? Hey, hab ich kein Verstand hier. Das ist echt nervig. Die sind voll unfair. Aufladung, Aufladung. Ja, scheiße, da ist noch so ein Kack-Aufseher mit bei. Die kacken. Stabilität jetzt bei 50%. Ja, logisch. Vier sind's, zwei habe ich kaputt gemacht. Nee, ich dachte, das wären Brücke, ein Objekt zu werfen und... Ja, ich, das geht sogar. Ach, da braucht man gar nicht. Oh nein, doch nicht das. Manu. Jetzt habe ich kaputt gemacht. Genau, manchmal blöd. Da gekacken. Ja, ich hab's gesehen. Männer. Und du sollst auch kacken gehen. Ich hab auch keinen Bock auf dich. Tut mir leid, aber. Ah, geh weg, ey. Weggehen. Ey, die hören einfach nicht. Weißt du, ich sag denen was und die hören da drauf nicht. Das finde ich ja immer am blödesten. Wenn das dann noch solche Typen sind, dann will ich auch wenigstens. Es ist nur noch eine Kopplung übrig. Enttäusche Brainiac nicht. Und bumm. Gut. Nein, doch noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Ey, du sollst auch weggehen. Und dieser scheiß Brainiac auch. Tot. Nein, ich habe ja die Qualifizierung für das Spiel. Ich mag dich nicht. Manu, kann ich noch nicht. Ach gut. Ja, die Kanone fällt. Sie kracht in Brainiacs Flasche da unten. Finde ich gut. Flasche? In Flasche? Oder ins Flachschiff? Du wirst dich unterwerfen. Müssen. WTF, geh weg, du blödes Teil. Ich mag dich echt nicht. Du bist echt nicht sehr nett. Du komischer Brainiac-Wächter. Ah, geh kacken. Dieser ist gescheitert. Herunter. Superman, mach dich bereit. Ich bringe dich rein. Inventar. Oh ja, danke. Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Gut. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Gut. So. Superman. Du kannst uns nicht beide besiegen. Genau. Wir gehen nicht, bis wir dieses Schiff ausgeschaltet haben. Denn Superman ist schlecht und ich bin doch noch besser, als ich gerade eben war. Wenn dir nach einem Kampf zumute ist, versuch's mit mir. Genau, scheiß Brainiac-Teil da. Geh kaputt. Geh kaputt und danach kannst du gleich nochmal kacken gehen. So, Manu. Klasse. Oh, Müll. Super, ich mag Müll. Aber nur, wenn es Brainiac-Müll ist. Ja, wie kann man bei diesem
Matt jetzt eigentlich noch ganz normal reden? Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert so. La la la, hallo, ich bin der Lex Paulex und ich spiele gerade DC Universe und muss andere Scheiß Roboter kaputt machen. Das Netzwerk will mich nicht reinlassen. Ah, ich mag dich nicht. Hab ich auch gerade bemerkt. Es geht immer so schnell, das bemerke ich gar nicht. Aber Superman ist ja auch da, das ist auch ganz gut, weil sonst wäre man hier irgendwie ein bisschen geliefert. Sammlerschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zur Erde. Danke, Superman. Das Schiff wurde kompromittiert. Hallo. Alle Einheiten müssen evakuieren. Ey, lass mich los, lass mich los. Ich will nicht euer Sklave werden. Ach, jetzt geht er extra genau dahin. Das ist so unnötig. Er geht genau dahin. Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Genau. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Mach ich. Es gibt Arbeit für dich. Nee, das glaube ich nicht. Superman wird es zu Ende bringen. Benutze einen Teleporter, um zu entkommen. Geh. Ich nehme den da. So. Jede unserer Taktiken versagte. Brainiac kam zur Erde, um sie zu zerstören. Mein Gott. Hä, jetzt bin ich immer noch hier, Manu. Warum hat das denn nicht geklappt? Ach, man musste so eh gedrückt halten. Ah. Ja, ich gut, dass ihr das gerade nicht sehen könnt. Ich finde das Ladezeichen unten cool. Ich habe jetzt leider keine Maus, aber unten rechts ist so ein Ladezeichen. Das finde ich echt cool. DC Universe Online. Ja, cool, ich hab's gesagt, noch so Schagabam-Wim gemacht. Hat es gespeichert? Jetzt hat's gespeichert. Gut. Leute, wir gehen kurz los und holen den Xbox-Controller, ne? Yo, bis dann, meine lieben Freunde. Bis gleich. Ciao. Jo, meine Leute, wir stehen auf dem Dach, weil wir sind rumgelaufen. Auf dem Dach, auf Dächern sind wir rumgelaufen, Nick und ich. Und springen die ganze Zeit von Dach zu Dach, weil es irgendwie voll lustig ist, von Dach zu Dach zu springen. Ungefähr so. Hui! Ja. Aber wir rennen mal kurz nach unten. Voll unlogisch, aber ich meine, es ist ja auch ein Held, ne? Sonst wäre es ja kein Held. Zurück zur Base. Wo ist denn die Base eigentlich? Ah, da zeigt dir mal an, wo man hin muss. Das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Dann laufen wir mal. Ach nee, jetzt sind wir doch nach unten. Ist ja schön. Da ist sich der Sonne weiß. Regnet's? Ich hab's schon. Oh, da muss ich längs. So, was ist das denn? Schönes. Halten. Was ist das? Ich halte einfach mal E. Keine Ahnung, was das ist. E halten steht hier noch. Ah, Herausforderung. Nö. Hab ich keinen Bock zu. Wir machen die Story weiter. So, gehen wir mal wieder rein. Ich hab dir doch eine Anfrage geschickt. Stimmt. Nick hat mir eine Anfrage geschickt. Wo ist denn das Postfach eigentlich? Ach ja, Postfach ist da, ne? Dann wollten Nick und ich nämlich LPT, Let's Play Together. Ist ja im Moment noch nicht. Ist im Moment noch nicht, aber wird dann demnächst kommen. Okay, das ist hundertprozentig ein Held. Oh, Fliegen. Fliegen ist so classic. Oh, warum mache ich eigentlich nicht so? Ist hier nicht Postfach? Postfach. Hallo, Postfach. Ist da nicht Postfach? Ja, ich weiß noch nicht so viel in diesem Spiel, aber es macht trotzdem Spaß. Hier ist auch nicht Postfach. Bei den Händlern kannst du beschädigte Ausrüstung reparieren lassen und Gegenstände verkaufen, die du nicht mehr brauchst. Manche Händler verkaufen einzigartige Dinge. Sobald du genug Ansehen gewonnen hast, kannst du diese ebenfalls kaufen. Achso, ja, wow. Das hat mir auch so zu helfen gebracht. Verkaufen, zertrümmerte brauche ich noch? Kann ich verticken? Dinge verkaufen. Schupp. Soda-Cola. Brauchst du da Cola noch? Brauche ich. Schuss drauf. Diener Wiederherstellungsgerät. Brauche ich auch nicht, sagt er. Robuste Exobit.
Brauche ich auch nicht. Boah, 2 bringt's auch total. Kaufen. 200. Oh, vielseitige Gleichgewicht. Vorderstufe 25. Ja, sind wir schon fast. Sind wir schon fast. Vorderstufe 8. Ach, geht's eigentlich noch weiter runter? Gehe ich zum zweiten Händler. Genau. Wir sind so cool und gehen zum zweiten Händler. Ist hier nicht noch einer? Ist das nicht auch ein Händler? Gibt es etwas Bestimmtes, das du heute kaufen möchtest? Nein. Doch, doch. Ich möchte Sachen haben. Anliegendes Hemd. 9 Verteidigung. Anliegendes T-Shirt. Kampftrikot. Freunde. Oh, 31 Verteidigung. Anliegendes Trikot. Ich guck noch mal, was ist noch. Fortschritt 9. Kreuz. Gesichtsmaske. 29 Verteidigung. Klassische Handschuhe. 6.